So, ich habe mal nachgeschaut, also für Doom for Doom gibt es nach wie vor kein Flashlight. Was ja auch, wie gesagt, gleich verständlich ist, weil bei Original Doom 2016 gab es auch kein Flashlight. Nur mit Doom 2016 hat man ja auch nicht so eine Maps gespielt, die so abartig dunkel waren. Wo einfach mein Helligkeitswert auf 0 gedreht war. Helligkeitswert geht ja geschätzterweise schon im Minusbereich. Hat man den invertierte Farben. Auch nicht schon wieder der gleiche Bug. Ist die allgemein bei Doom so weit oder was? Okay, also wieder wie letztens, First Try, wie das klappt oder es klappt halt nicht. Oha. 9 Gegner. Oh. Ja. Nein. Hä, kann man nicht rotieren? Was? Scheiße. Ja, war klar. Am Fakt. Kein vergessen. Boah, Alter. Nein! Nicht wieder! Hallo? Können wir jetzt auch da? Hallo? Alter. Er hat mir zwei Waffen gegriffen? Was ist das für eine BFG? Muss ich vor einer Seite dran vorbeischießen oder so? Alter. Muss ich vor einer Seite dran vorbeischießen oder so? Jawohl, das hat doch funktioniert. Einer hat echt noch überlebt hier. Okay. Ach ja, speichern. Ach Mann, Alter, speichern geht ja nicht. Oh Gott. Alter, ich muss die Spinne jetzt First 2 besiegen. Wo ist die überhaupt? Hä? Ach, gehen die alle verletzt drauf oder was? Muss ich das verstehen jetzt hier? Na komm! Ja! First try! Okay. Gut, hat er sich kein Neuladen. Hallo? Ah, ich will. Hä? Hey. Doch. So, und jetzt kann ich nämlich Change Map 1.4 machen. Hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. Ja. Ich habe keine BFG-Munition bekommen. Alles Bullshit. Ah ja. BFG brauche ich ja zumindest zum Glück nicht ganz so oft. Gut, jetzt das. Und jetzt kann ich nämlich ganz... Aha, perfekt. Bam. So, gut. Bis das Ganze gab es in dem letzten Level keine dunklen Räume. Das ist etwas. Na gut. Ah, schon mit V.